Ich willkommen wieder zurück. Ich habe mal kurz in den Einstellungen bei OBS was geändert. Ich hoffe, jetzt läuft es besser. Ich gehe schon mal ins Spiel. Ich hatte es auch letztens ein paar kleine Details etwas höher gedreht, aber irgendwie hat mir das jetzt nicht gefallen. Es hat mir zu sehr geruckelt. Ich muss mal kurz meinem lieben PC-Nachbarn sagen, dass er die Minecraft-Musik bitte etwas leiser machen soll. Vielen Dank. So. Okay. Ich bewege mich mal. Ich mach mal was. So, so, so. Ich laufe mal hin und her. So, leider sehe ich meine Übertragung gerade nicht. So. Ja, natürlich ist gerade Werbung. Ich laufe jetzt trotzdem schon mal los. Ich gucke dann nachher einfach, wenn die Werbung vorbei ist. So. Das sieht doch gut aus. Knicklicht. Huch. So, hier gucken wir mal fix rein. Hier ist nix. Aufmachen, Knicklicht mitnehmen. Jawohl, jetzt läuft es doch besser. Sehr gut. So gefällt mir das. So, hier ist nix. Hier ist auch nix. Da hinten flackert das Licht. Es bedeutet, wir haben den Geist. Okay, wir haben den Geist, der ist uns das letzte Mal zum Verhängnis geworden. So, wir schauen mal. Ich gehe mal gleich fix ganz hoch und guck mal, was wir da oben finden. Lieber gleich von oben anfangen. So, na, guckt mal, da haben wir schon das Duct Tape. Wehe, diese Runde sieht jetzt keiner. Die wird natürlich auf YouTube hochgeladen. So. Okay, die Benzinkanister. Würde es sich natürlich jetzt nur lohnen, wenn wir jetzt hier auch irgendwo noch den Helischlüssel hätten. So, wie sollte es dennoch anders sein? Die Luftpumpe ist selbstverständlich nicht da. Okay, wir flicken den Spaß mal. Wir setzen das mal ein. So, wir müssen mal aufpassen. Dass der jetzt nicht kommt.
Wir haben den ja jetzt sicherlich auf uns aufmerksam gemacht. So, er kommt nicht. Warum auch immer. Okay, ich war mir jetzt sicher, der kommt. Oh, ja, er kommt. Da. Da wollte ich nämlich reingehen. Ein Glück habe ich es nicht gemacht. Der ist voll schnell auf einmal. Ich bin nicht da. Du darfst gehen. Okay, wir müssen dann nur die Luftpumpe finden und dann können wir mit dem Schlauchboot entkommen. Ich nehme jetzt von da hinten noch den Benzinkanister mit und hier oben von der Brücke den Benzinkanister. Ja. Und dann gucken wir mal. Allerdings habe ich den Heli-Schlüssel noch nicht. Also das Licht hört dann immer mal auf mit Flackern, aber das Vieh ist trotzdem noch da. Der ist nicht weg, ne? Das wäre ja auch was. Eigentlich nur verarschen. Ich muss noch kurz warten. Das Licht flackert hier noch überall. Da kommt er wieder raus. So nach dem Motto, ja, ich weiß ja, dass die hier ist. Die wird hier schon noch irgendwann mal lang spazieren. Ja. Es tut mir leid. Das zieht natürlich jetzt voll in die Länge. Aber er geht ja nicht. Ich kann ja nicht losgehen jetzt. So, es flackert noch, es flackert noch. Ist er weg? So, ich hole mir jetzt fix den Kanister. Geh auf die Brücke, hol mir jetzt den Kanister noch. So, jetzt muss ich mal ganz kurz warten. Okay, also da vorne könnte ich jetzt reinstürmen und gleich in die Tür. Und ja, das hat sich jetzt wohl erledigt.
So, ich muss leider ganz kurz warten. Boah, was hat der jetzt gemacht? Kling. Ja, komm doch her. Okay, ich stecke jetzt erstmal noch in der Kiste. Ach, jetzt ist er davor da reingegangen in die Tür. Ich gehe jetzt hier lang. Hallo, lieber Gamebit-Boss. Herzlich willkommen zurück. Wir haben den Geist. Ich muss ein ganz kleines bisschen aufpassen. Was? Wo? Ehrlich gesagt, es tut mir voll leid, ich kann nicht. So. Erstmal weg hier. Oh je. Ja, wie gesagt, wir haben den Geist, von dem man nichts hört und nur sieht, wenn er da ist. Ich gehe jetzt mal. Oh Gott. Ich gehe jetzt mal so schnell wie möglich die Maschinenräume hier ab und sammle so viel ich kann. So, nix. Nix. Wir bräuchten jetzt nur noch die Luftpumpe. Sind mutig. So, lass mich rein. Hier ist schon offen. Nix. Nix. Flackert das Licht schon? Okay. Hier irgendwas. Wie es einfach mal nichts gibt. Ich wäre wahnsinnig. So, hier ist auch nichts. Okay, das Licht flackert noch nicht. Schöner Grafikfehler. Aufmachen. Nix. Nix. Hier ist nirgendwo was. Das ist doch scheiße. Bescheiden. Oh. Da flackert das Licht.
Ich verstecke mich mal fix. So. Ach nee. Also, wir haben schon zwei Teile für das Schlauchboot. Wir haben die Kette und das Ducktape. Aber mir fehlt natürlich die Luftpumpe. Ja, die suche ich jetzt. Ich habe auch schon zwei Kanister, allerdings weder den Boltcutter noch den Helischlüssel. Und fürs U-Boot habe ich gleich gar nichts. Außer eine Fuse. So. An sich flackert es ja nicht. Ich mach mal hier zu. So. Wir gucken uns mal gemütlich um. Ja, gemütlich ist gut gesagt. So, oh, die brauche ich nicht. Nix. Hier ist einfach nix. In dem ganzen Maschinenraum ist nix. Oh Mann, irgendwie traue ich mich nicht raus. Moment, ich bin ganz kurz etwas stiller. Ich hab voll Schiss gerade. So. Okay, hier ist keiner. Ich hoffe, das bleibt doch so. So, hier machen wir mal fix zu. Natürlich nix. Ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Unser Fund hält sich tatsächlich in Grenzen. Guckt euch das an. Okay, wisst ihr was? Da gehen wir in die, upsala, in die 4. Oh, 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 oh. Nein, wir gehen dann doch nicht in die 4. Also Deck 4 meine ich damit. Oh nein, 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 nein. Oh. Voll verlatscht hier. Okay, ich gebe es ganz hoch. Oh Gott, wird denn ja schlecht. So, ganz fix. Los, 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 los. Achtung.
Mal ganz kurz gucken, ob es hier irgendwo flackert. Ne, gut. Oh, hupsala. Hast du? Okay, Moment, ich muss erstmal fix gucken, ob es irgendwo. Ne, gut. So, gleich wird er bestimmt kommen. Aber wir entkommen. Na los. Ich glaube, da hat es geflackert, eine Etage tiefer. Jawohl. Jetzt muss ich nur gucken, aus welcher Seite er kommt. Jawohl, da kommt da raus, wo ich rein wollte. Hä? Der geht wieder? Wo geht denn der hin? Ich trau mich nicht. Der ist doch da irgendwo. Ich sehe das doch. Vorsicht, Vorsicht. Moment, ich muss erst mal schauen, wo der rauskommt. Ich kann nicht jetzt... Da! Okay. Eins. Zwei. Drei. Und wir gehen. Wir gehen, wir entkommen, wir entkommen, wir entkommen. Jawohl. So. Geschafft. Wir haben jetzt eine neue Endsequenz. Und zwar die mit dem Schlauchboot. Und die mit dem Geist. Ich bin jetzt leise, wenn die Sequenz dann endlich kommt. Weil man da meine Stimme sowieso nicht hört. Na, Endsequenz, deine Zeit ist jetzt. Ein Spiel von Junkfish. Wir haben Monstrum ein weiteres Mal durchgespielt. Ach nee. Das Team. Ja. Ja, das war der Geist. Und wir sind mit dem Schlauchboot entkommen. Ich mag den Geist an für sich überhaupt nicht. Ich mag eigentlich überhaupt gar kein Monster von denen.
Oh, den Geist mag ich so am wenigsten von allen. So. Ich mache mal ein kurzes Päuschen, so 5 Minuten. Ich lasse den Livestream auch an. Ich mache nur das Mikrofon aus. Trink mal einen Schluck und dann würde ich sagen, spielen wir noch eine zweite Runde. Wer dranbleiben möchte, bleibt dran. Wer nicht, sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht sehen wir uns in einem anderen Livestream mal wieder. Und für alle, die dranbleiben, wir sehen uns gleich in 5 Minuten. So, ich bin wieder zurück. Hört man mich? Ich warte erst auf ein Feedback, ob man mich hört.
Ja, gut. Ich höre mich selber. Das ist gut. Es kommt nämlich immer ein bisschen zeitversetzt an. So, wir starten ein neues Game. Ich bin gespannt, welches Monster und wie wir entkommen. So. Ach ja, und ob wir überhaupt überleben. Aber davon gehe ich jetzt aus. Ach ja. Ich muss mir auf jeden Fall definitiv bequemere Kopfhörer besorgen. Die sind echt, die tun so weh auf dem Ohr. Ach ja, aber ich finde, das Headset ist eigentlich ganz gut. Also so vom Ton her kann ich mich nicht beschweren. So, läuft es einigermaßen? Ja, so. Ich möchte bitte als erstes einen Feuerlöscher. Ja, okay, die... Hä? Wo ist denn das? Ach, hier. So, die holen wir uns natürlich. Meine. Huch. So, hier ist nix. Aha, wenn wir schon das Zeug fürs U-Boot kriegen, ist es entweder der Dicke oder Blubbel. Da unten drunter. Okay, wir haben die Luftpumpe. Wir haben das Duct Tape. Ich gehe erstmal hoch. So. Ich hoffe, wir ja. 1, 2, 3. Ich hoffe, wir finden die Chainspool genauso schnell, wie wir jetzt den Rest gefunden haben. Ich würde nämlich tatsächlich auch nochmal mit dem Schlauchboot entkommen. Das ist mir an was ich voll Wurst. Hauptsache wir entkommen. Oh oh. Hä? Oh Gott. Bisschen buggy jetzt. Nein! Bin ich da? Oh Gott. Jetzt habe ich mich aber schnell gedreht und bewegt und... Oh, lass mich. So, wir schauen hier mal rein. Also ich gebe mir wirklich immer Mühe, dass ich nebenbei mal in dem Chat gucke, aber ich sehe schon, heute ist sowieso nicht ganz so viel los wie das letzte Mal. Da war hier im Dauertakt, haben wir uns alle gegenseitig Deutsch beigebracht. Schon wieder den Geist? Oh nö. Oh nö, ich will nicht schon wieder den Geist, der nervt. Ich habe hier letztens voll den Bug ausgenutzt. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal probiere. So habe ich das nämlich gemacht. Ich habe nämlich einen Vorhang vergessen aufzumachen. Und da kam nämlich der Dicke... Und hat den Vorhang aufgemacht und dann war der weggebuggt. Komplett für den Rest des Spiels. Und ich will jetzt einfach mal gucken, ob das mit dem Monster auch funktioniert. Wenn man schon mal die Duschen findet.
interessante Musik. Na, komm. Irgendwie macht er den Vorhang nicht auf. Das ist doch scheiße. Das ist doch blöd. Ja, der ist doch offen, der Vorhang. Das habe ich nicht verstanden jetzt. Hallo? Du darfst dich jetzt auch wieder entfernen. Also wäre das jetzt eine Tür, der hätte mir das nicht aufgemacht. Naja, wir warten mal. So, mal sehen. Guten Tag. Hä? Okay, der kommt rein. Rupft erstmal die komplette Tür auseinander und dann geht er wieder. Was hat er jetzt in der Tür aufgemacht? Okay, es ist irgendwie noch etwas buggy. Ich kann aber jetzt hier auch nicht rausgehen, da renne ich dem ja jetzt genau in die Arme. Bisschen blöde gerade. Lalala. Ich weiß gar nicht. So, tja, dann machen wir das halt so. Fakt ist, wir sind erstmal weg. Okay, Deck 3 haben wir, glaube ich, soweit es geht, alles abgeguckt. Wir gucken jetzt mal in Deck 2 und setzen dann das ins U-Boot ein. Upsala.
So. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Da die sich ja teleportieren. Ja, echt aufpassen. Bringt mir jetzt erstmal nix. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er. Okay. So. Gerade die Treppe runtergekommen. Ich habe jetzt die Eieruhr mitgenommen, weil ich denke, die ist effektiver. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, hier ist nix. Eieiei. Bitches. Hey. Oh, Bibi, was ist denn? Peaches ist meine Katze, nicht wundern. Vor allem, man hat nicht mal wirklich Zeit, sich irgendwie umzugucken. Was behindert es? Was, da oben? Wo? Hä? Wo? Läuft da? Unsere Chance? Deck 1 abzusuchen. Okay, rein. Weiter, 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 weiter. Okay, nix. Oh! Chainspool. Okay, wir können entkommen. Ja, ja, mach mal auf. Peaches. Ja. Du stehst genau vor meinem Bildschirm. Es ist echt super unpraktisch. Peaches. Ach Manu. Das müssen auch die Katzen lieben, oder? Genau, schön vor die Nase zu setzen.
Hallo? Da wollte ich gerade raus, ne? Sinnfrei. Na komm. Ich höre ihn doch schon. Wo ist er denn? Nee, ich warte jetzt, sonst gehe ich ja durch gar keinen Ausgang. Na, wisst ihr, was wir da machen? So. Tun wir einfach das. Jetzt muss natürlich auch noch die IOU losgehen. Sonst. Oh! Betäubend laut. Okay. So, wir hätten natürlich auch hier die Luftpumpe gehabt. Das wäre zu einfach. Wir entkommen natürlich jetzt allerhöchster Wahrscheinlichkeit nochmal mit dem Schlauchboot. Das juckt mich aber herzlich wenig. So, los, 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 los. Umgucken, ob was flackert. Überlassen. Flackert was? Nö. Hoch. Flackert was? Nö. Flackert was? Nö. Los, 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 los. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal verstecken. Jetzt kommt der E. Jetzt kommt der hundertprozentig. Und wenn ich nämlich jetzt ganz schnell im Treppenhaus Treppen runterlaufe, renne ich dem voll in die Arme.
So, wir warten einen Moment. Es kommt aber auch keiner jetzt. Verdammt. Okay, wo ist das Vieh? Okay, ich renne jetzt. Egal. Los, 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 los. Jawohl. So, ein weiteres Mal mit dem Geist und mit dem Schlauchboot. Ich hätte mir jetzt auch ein anderes Monster lieber gewünscht. Ach, nee. So, wir sehen hier nochmal dieselbe Sequenz wie vorhin. Junkfish. So, ein weiteres Mal durchgespielt. Ach ja, ich hätte trotzdem lieber gerne ein anderes Monster gehabt. Ich weiß auch nicht. Naja, können wir jetzt nicht ändern. Jetzt, wir haben es ja geschafft damit. So, ich würde sagen, ich mache noch ein Ründchen dran und danach mache ich erstmal Feierabend. Ich weiß nämlich nicht, wie lange die Runde jetzt noch dauert. Wenn die jetzt noch eine Stunde geht, dann mache ich auf jeden Fall Feierabend. Wenn die jetzt nur 20 Minuten geht, dann mache ich noch eine. So. Jawohl, diesmal starten wir schon mal woanders. Ich hoffe auch mit einem anderen Monster. Sonst wird es nämlich langweilig, finde ich, wenn es immer dasselbe ist. Oh. Mein Feuerlöscher. So. Was haben wir hier? Aufmachen. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt nochmal den Geist haben. Ja, das haben wir ja wunderbar gelöst. Ja. Wir haben Glipper Glitchy. Gut. Dann machen wir die Runde natürlich weiter. Ich habe natürlich noch keine Eieruhr oder irgendwas, aber wir haben das. Was ist das? Die Tasse. Tasse brauche ich nicht. So. Ach, mal gucken, was haben wir hier?
Nee, flackern brauche ich nicht. Chainspool, okay, nehmen wir. So, hier drin ist nix. Das mach mal auf. Huch. Jetzt hat sich meine Kamera aber komisch gedreht. Als ob jemand anderes meine Kamera drehte. Total gruselig. Okay, hier ist nichts. Es ruckelt gerade etwas. Ich verstehe nicht so ganz warum. So. Machen wir schnell jetzt hier im Schnelldurchlauf die Räume. Nee, Taschenlampe brauche ich nicht. Eins auf. Geht's hier ins Treppenhaus? So, das machen wir mal fix zu. Auf jeden Fall läuft er hier irgendwo rum. Ich höre ihn natürlich. Okay, da unten ist was. Also manchmal ist hier echt alles und manchmal auch irgendwie gar nicht. So, vorsichtig, vorsichtig. Wir wollen dem Glibbervieh ja nicht in die Arme rennen. So. Ja. Bla bla. So, ich gehe jetzt erstmal fix hoch. Leg das ganze Zeug ab, weil mein der Rucksack total voll ist. So, das legt man hierher, das legt man hierher. Hier ist keine Tür? Okay. Ist das Schiff jetzt total komplett zufallsgeneriert? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich laufe immer durch die Tür. Immer. Pfui. Gesehen? Ekelgeblubber. Okay, hier ist nix. Hier ist nix. Na. Ich habe hier oben auch schon mal einen Schlüssel liegen sehen. Alles gut. So, was haben wir hier? Ah, nee, Leute. Ja.
Was willst du hier drin, ne, bei meinem Schrank? Geh bitte weg. Ist er weg? Ja. So, schauen wir mal eins hoch. Okay, hat man schon. Radio nehmen wir. Nehmen wir nicht. So, wir schauen mal hier rein. Hier lag schon mal der Heli-Schlüssel. Liegt aber jetzt nichts. Ah! Hier liegt der Heli-Schlüssel. Okay. Ja, dann brauchen wir nur noch den Bolt-Cutter. Wo findet man den? So. Ja, hier ist nichts. Noch ein Radio. Das nehme ich jetzt nicht mit. Huh? Pfui. So. Sind wir dem Vieh doch mal geschickt aus dem Weg gegangen? Okay, da unten liegt was fürs U-Boot. Hier liegt auch was fürs U-Boot. Oh, oh, oh. Hä? Nein, oh, jetzt habe ich die Taschenlampe weggedroppt. Ja, schade. Okay, wir haben jetzt zwei Sachen fürs U-Boot, zwei Sachen für den Heli. Und ich nehme an, da draußen liegt auch noch die Luftpumpe. Das heißt auch noch zwei Sachen für das Schlauchboot. Aua, 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 aua. Mein Bein schläft ein. Mal fix zu. Okay, also Luftpumpe sind... Hä? Der kann doch jetzt nicht hier überall rauspluppen. Pfui. So. Oh mein Gott. Hoppala. Monster. Ups. Monsterchen. Wo bist du? Oh, ich muss mal meine Strickjacke wieder anziehen. Es ist echt kalt gerade. Hallo?
Hallo? Ist hier was drin? Ist hier was drin? Ist hier was drin? Außer die Headlight? Ups. So, das nehmen wir mit. Hier ist nichts drin, okay. Ich verstecke mich trotzdem gerade nochmal. Ich habe so das Gefühl, der ist hier irgendwo. Ach, das ist doch blöd. Wie machen wir das denn jetzt? Ich habe aber... Ach doch, die Fuse habe ich noch, aber mir fehlt das Schweißgerät. Das Schweißgerät könnte ich... Tja, wo könnte ich das noch finden? Hier oben bei der Brücke war ich überall. Ich guck noch mal durch. Geh mal weg. Mach mal zu hier. So, hier ist nix. Ich würde dann trotzdem... Ah, noch eine Fuse. Nett. Sehr nett. Okay, hier ist nix. Das Geblubber kam jetzt woher? Oh, oh, oh. Naja, so Stille. So. Lass mal warten. Wie geht? Das klingt so ekelhaft. Dieses Gekratze an dem Metall. Uah. Uns fehlt noch der blöde Cutter. Was ist denn das Vieh? Hallo? Dann gehen wir halt. Bitte? Kein Problem damit. Ah! Nein, 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 nein! Oh, 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 oh. Da liegt das Duct Tape. Nein. Ah. Geh weg. Geh bitte. Es will dich keiner sehen. So, erstmal kurz aufgeräumt. Ist es weg oder latscht es hier noch irgendwo rum? Ja, nice. Uah. Pfui, pfui, pfui. Es ist eklig. So, erstmal geklebt. Wo ist... Oh, komm schon. Die Luftpumpe und dann sind wir weg. Dann haben wir zwar jetzt die dritte Runde schon mit dem Schlauchboot, aber immerhin wären wir weg. Doch Wurst, wie wir entkommen. Hauptsache wir entkommen, oder? Okay,
erstmal raus. Erstmal raus. So, wir schließen mal fix auf. Zack. Jawohl. Jetzt gehen wir am besten mal runter zum U-Boot, würde ich sagen, und setzen das alles mal ein. Und dann suchen wir entweder noch das Schweißgerät, den Boltcutter oder die Pumpe. Oh Mann, oh. So schwer zu atmen. Bist doch kein alter Mann hier. So, haben wir. Haben wir. Haben wir. So, jetzt muss ich ganz kurz aufpassen, ob das Vieh nicht irgendwie kommt. Da. Oh! Geh weg. Da kommt's. Tja. Nö, dann gehen wir. Gar keine Lust drauf. Wie man den einfach mal schön... So, jetzt rede ich. Wie man den einfach mal schön durch das Rohr hat wegbacken sehen. Ich wusste jetzt genau, wo der herkommt. Es war gar kein Schreckmoment. Wie blöd. Blöd. Blödes Monster. So, ganz toll haben wir es gemacht. Meine Güte, ist die Musik laut und ich habe die Musik schon runtergestellt. Meine Güte. Weg. Nee, da gehen wir nicht rein. Oh. Also sag mal. Obwohl, wisst ihr, da können wir auch eigentlich wieder rübergehen. Ganz unten beim U-Boot haben wir noch nicht alles. Irgendwo muss ja noch das fehlende Teil sein.
hier war ich. Da wollte ich nicht rein. Hier war ich. Hier war ich, okay. Okay, gehen wir die 2 nochmal ab. Hier war ich. Zumachen, auf jeden Fall. Super wichtig. Zumachen. Ach nee. So, wir gucken mal hier durch. In der Hoffnung, der ploppt uns jetzt nicht genau vor die Füße. Was ist das? Knicklicht brauche ich nicht. AI. Geh weg. So, ich verstecke mich jetzt erstmal hier im Schrank. Ich will mich runter zum U-Boot. Das lasse ich mir jetzt hier nicht nehmen. Geh weg. Nimm einen Eukalyptusbonbon und lass mich in Ruhe. Rupf halt den Schrank auseinander, bitte, wenn es dir jetzt besser geht dadurch. Ein ekelhaftes Vieh. Ist er jetzt fertig? Ich möchte gerne bitte weiterspielen und entkommen. Oh, ich muss mich mal bequemer hinsetzen. Ich kriege voll Genickstarre. Weg! Bist du weg? Ich würde auch gerne mal eine Eieruhr oder sowas nehmen. Ui! Jetzt wäre ich fast reingerannt. So. Ach nee. Wenn ich jetzt wüsste, dass es hier noch irgendwo eine Tür gibt oder so. Hier gibt's echt nichts. Nix, gar nix. Gibt's hier noch was?
Ja, eine Tür, wo wir schon drinnen waren. Oh, jetzt ruckelt es etwas. Okay, also wir haben jetzt beim U-Boot das alles abgesucht. Ich gehe jetzt rüber zu den anderen Decks und gehe dann da unten in die 4 und in die 3 und dann hinten im Maschinenraum und dann werden wir gucken, ob ich da irgendwas finde, was von Bedeutung ist. Wie gesagt, mir ist es jetzt wieder völlig egal, mit was ich hinkomme. Oh, Hauptsache ich entkomme. Okay, ich fange mit Deck 3 an. Eine Fuse, okay, ist wichtig. Brauchen wir. Okay, hier haben wir noch was. Ja, okay, sehr nett. Warum liegt hier das Ding? Was? Okay, also wir können uns jetzt entscheiden, ob wir mit dem Heli abhauen oder mit dem U-Boot. Ich weiß ja nicht, ob der Chat irgendwelche Vorlieben hat. Wir können jetzt auf jeden Fall beides machen. Ich habe da auf jeden Fall eine Idee. Upsala. So, vorsichtig, vorsichtig. Okay. Nee, lass mich. So. Okay, Gambit Boss sagt U-Boot. Ich habe mir jetzt auch gerade überlegt, U-Boot zu machen, weil ich nämlich was ausprobieren möchte. Ich würde allerdings für den Notfall den Heli, soweit es geht, vorbereiten, falls uns das U-Boot kaputt gemacht wird. Hallo? So, na. Wenn der unsere Armatur kaputt macht, dann haben wir nämlich ein Problem. Und dann müssen wir mit was anderem entkommen. Und da könnte man dann wenigstens im Notfall noch fix den Heli machen. So, ich mach den fertig. Steig aber nicht in den ein, also keine Sorge. So, habe ich noch Platz? Ja, zwei Plätze habe ich. Zwei. So, ich mache auf und gehe erstmal. Ich lasse das hier liegen. So. So, ich bin jetzt gespannt. Ich werde auf jeden Fall erstmal ganz fix was ausprobieren. So, wir sind ganz unten. Ja, weißt du, so war nicht der Plan. Ich glaube, der
Ja, das geht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Oh, Manu, okay. Weißt du was? Wir schweißen erstmal. Das geht generell nicht. Ich hatte vor, den Wagen hier an die Treppe zu stellen. Aber das hat wohl keinen Sinn. Ich werde auf jeden Fall diesen Lüftungsschacht zusperren. Okay, so. Launch sequence initiated. Sealing room doors. Pressurizing room. Ich hatte gehofft, wenn der die Treppe nicht hochkommt, kann er mir auch nicht meine Armatur kaputt machen. Ja, der kommt natürlich von da. Was macht er jetzt? Geh weg. Geh weg von meinem U-Boot. Mein Feuerlöscher war alle. Obwohl man damit eigentlich, glaube ich, 4 oder 5 Mal sprühen kann. So. Oh. Manu. Das ärgert mich voll. Oh, voll gemein. Aber anders hätte ich den, glaube ich, auch nicht von der Armatur jetzt fernhalten können. Und irgendwann war klar, dass der Feuerlöscher alle ist. Ich hätte mir das erste Sprühen hätte ich mir ersparen können, als er da aus dem Schacht kam. Das hat eh nicht funktioniert. Ja. Schade. Na gut. Lieber Gambit-Boss, ich bedanke mich fürs Zusehen bei dir. Auch wenn die letzte Runde jetzt voll gescheitert ist. Naja. Morgen kriege ich allerhöchste Wahrscheinlichkeit ein neues Mikrofon. Ich bin gespannt, wie das dann klingt. Da werde ich morgen ein paar Testaufnahmen machen. Und der nächste Livestream kommt am Freitag. Ich denke so zwischen 18 und 19 Uhr. Ich habe auch meine Facebook-Seite unten. Du kannst mich also auf Facebook adden. Dort schreibe ich immer rein, wann der nächste Stream ist und was für neue Videos auf YouTube hochgeladen werden. Ja. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, du bist beim nächsten Livestream auch wieder mit dabei. Bis dahin, tschüssi, eure Namaya.